Der Carmaniac Außenreport am Flughafen München. Präsentiert von iClip, der modernen Geldbörse. Mit Link in der Beschreibungsbox. Genau diese Worte, die ihr jetzt im Titel seht, die euch dazu motiviert haben, wahrscheinlich auf dieses Video drauf zu klicken, sind mir durch den Kopf gegangen, vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmerer Form, als ich vor ein paar Wochen mit einer Situation hier am Flughafen München konfrontiert worden bin, genau in diesem Parkhaus hier hinter mir, P20, was mich sehr überrascht hat, was sehr unangekündigt gekommen ist und ich nicht einzuordnen wusste. Und alle Zeichen deuten tatsächlich darauf hin, dass der Flughafen München die Elektromobilität boykottieren will, in den Hintern treten, verdrängen, wie auch immer, einfach negativ. Aber, ich möchte ja niemandem irgendwas nachsagen, was nicht stimmt. Also habe ich mich auf eine Faktenrecherche gemacht und mich mit dem Flughafen München in Verbindung gesetzt, um mal nachzufragen, woran das liegt, dass das passiert ist, was passiert ist. Ihr werdet gleich sehen, was das genau ist. Und ich habe sehr interessante Antworten darauf bekommen. Was hat es also damit auf sich? Will der Flughafen München die Elektromobilität boykottieren, in den Hintern treten oder verdrängen? Oder ist es genau das Gegenteil? Das werdet ihr in diesem Video erfahren, damit hier keine Eigeninterpretationen entstehen. Denn Eigeninterpretationen sind immer genau das, was der Elektromobilität schadet, weil es durch irgendwelche Foren oder YouTube die Runde macht und dann kriegt man es nicht weg, selbst wenn es eigentlich nicht stimmt. Und deswegen bin ich hier und deswegen habe ich nachgefragt und deswegen nehme ich euch mit und bin sau gespannt, was ihr zu dieser Thematik sagt. Herzlich willkommen bei Carmaniac. Nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch dieses Video gefällt und zu abonnieren, damit ihr Videos wie diese nicht mehr verpasst, nämlich in diesem Fall Carmaniac auf Außenreportage. Auf geht's nach drinnen. Sicherlich kennt ihr das aus Filmen. Eine verlassene Stadt, durch die gefahren wird, wo ein verlassenes Bistro steht, mit einem Tisch davor, wo nur noch ein mattiertes Glas an die Zeiten erinnert, als da noch Gäste unbeschwert kühle Getränke an heißen Sommerabenden zu sich genommen haben. Und ganz ähnlich ist es hier. Nur ist es hier kein mattiertes Glas, sondern diese orangefarbenen Parkplätze hier, die Elektroautos vorbehalten waren. Hier konnte man sein Elektroauto laden. Aber nicht nur hier, sondern auch hier vorne, wo man zum Beispiel diesen Volvo stehen sieht oder direkt gegenüber den 6er BMW oder direkt gegenüber den Opel. Ja, hier stehen jetzt nur noch Verbrenner, zu Recht, denn ein Elektroauto hat hier sowieso nichts mehr zu schaffen, denn die Ladesäulen bzw. die Drehstromsteckdosen und die normalen Schuko-Steckdosen, die es hier zu finden gab, sind alle weg. Und hier sieht man noch die Überbleibsel davon an der Wand, ja, mit Kleber dran gemacht. Ganze 9 Jahre lang hatte man hier die Möglichkeit, und da muss ich jetzt in Nostalgie schwelgen, sein Elektroauto zu laden und direkt hier zum Terminal zu laufen, innerhalb von kürzester Zeit einfach hier anstecken, zack, laden, hier rüberlaufen und schon direkt durch. Und dann ist man beim Terminal und in 20 Minuten ist man durch den Security-Check. Gemütlicher geht's gar nicht und man musste nur eine halbe Stunde vor Boarding-Time ankommen. So war das. So habe ich es auch jahrelang gemacht, als ich hier an den Flughafen München gekommen bin, mit meinem Elektroauto, um zu den Fahrveranstaltungen zu fliegen. Was ich in Zukunft nicht mehr machen werde, deswegen hole ich mir ja ein größeres Auto mit höherer Reichweite. Aber wenn es ging, habe ich hier angeschlossen, habe schön geladen, bin am nächsten Tag wiedergekommen und war über Schuko tatsächlich wieder aufgeladen. Und eines Tages kam ich her zur Fahrveranstaltung des ID3, wollte ich nach Hannover, wollte anstecken und habe gesehen, hier gibt es ja gar nichts mehr. Ja, also an all diesen Betonsäulen hingen diese Drehstromsteckdosen und die sind jetzt weg. Und mich hat sehr interessiert, warum. Also habe ich recherchiert und ich habe herausgefunden, dass der Flughafen München das abgeschafft hat, dieses kostenlose Laden. Anstattdessen gibt es tatsächlich etwas anderes, nämlich neu geschaffene Ladestellen. Also abgeschafft ohne Ersatz ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall teurer geworden, beziehungsweise teuer geworden, weil bisher hat man dafür nichts gezahlt. Klar hatte man die Probleme, dass hier immer wieder Verbrenner geparkt haben, denen es scheißegal war. Da musste man halt als Elektroautofahrer einfach zusehen, dass die hier parken und man nicht laden kann und die können wieder wegfahren mit dem Verbrenner, während man selbst auf, ja, Strom angewiesen ist. Und man konnte nichts anderes machen als zuschauen, denn abschleppen, nö, wie denn auch. Vermerk auf die Fensterscheibe interessiert die ja sowieso nicht. Also musste man es fressen. Jetzt allerdings gibt es zwar Kosten, die entstehen fürs Laden, aber den Hybridfahrern und den Verbrennerfahrern, die diese Ladesäulen zuparken, soll es auch deftig an den Kragen gehen. Und wie? Das checken wir jetzt mal aus. Nämlich in der zweiten Ebene, wo neue Ladesäulen stehen. Eins unter uns. Und genau da gehen wir jetzt hin. Musik.
Nicht 5, nicht 10, nicht 15, nicht 20, nicht mal 25, nein, 32 neue Ladepunkte hat der Flughafen München hier geschaffen im P20 auf Ebene 02, wie man das ja auch schon schön hier an der Wandbemalung sieht. Und ihr seht hier die niegelnagelneuen Ladesäulen, wie sie hier stehen, und das komplett in diesem Bereich mit den grünen Markierungen. Allerdings stehen hier nicht so viele Autos momentan. Das könnte zwei Gründe haben, einmal Corona und ein anderes Mal die neue Preispolitik. Aber bevor man über diese Preispolitik meckert, muss man auch eines wissen, das hängt alles mit Strategie zusammen. Strategie, die euch helfen kann, euer Elektroauto doch zu laden, wenn ihr hierher kommt, weil wir kennen das ja an Flughäfen. Ich meine, von 10 Malen habe ich ungefähr 3 Mal eine freie Ladestelle bekommen, gerade dann, wo es noch kostenlos war. Und das soll jetzt ein Ende haben. Und da hat der Flughafen München wirklich etwas sehr, sehr Cleveres ausgetüftelt. Kommen wir aber erstmal zu den Preisen. Ihr kommt mit eurem Tesla Model X, eurer Renault Zoe, eurem Audi e-tron oder eurem BMW i3 an den Flughafen und wollt laden. Wie funktioniert das Ganze? Also, um diese Dinge hier zu nutzen, müsst ihr zusätzlich etwas bezahlen, und zwar zusätzlich zur Parkgebühr. Die Parkgebühr beträgt aktuell 35 Euro am Tag. So, das könnt ihr schon mal festhalten. Jetzt, wie funktioniert denn das Ganze? Ihr geht hier an die Säule und verbindet einfach euer Kabel mit dem Auto. Dann müsst ihr euer Einfahrticket, das ihr vorne gezogen habt, ranhalten mit diesem QR-Code an den Scanner. Der scannt das dann und lässt einen dieser beiden Anschlüsse aufblinken. Der blinkt, nämlich grün, den nehmt ihr. Dann steckt ihr an und der Ladevorgang beginnt. Das Ganze kostet 23 Euro pauschal. Das heißt, völlig egal, ob jemand hierher kommt und einen i3 lädt wie ich oder ein Tesla Model X wie der oder ein Audi e-tron wie der, jeder zahlt 23 Euro pauschal. Das ist schon mal gut, wenn man mit einem leeren Tesla oder e-tron Akku kommt, denn das heißt ja im Umkehrschluss, in dem Fall 93 Kilowattstunden für 23 Euro und in dem Fall des Audi e-tron knappe 86 Kilowattstunden für eben diese 23 Euro. Und der Flughafen sagt auch, dass das natürlich geschenkt sei für solche Fahrzeuge, was ja auch mehr oder weniger stimmt, denn das ist wirklich ein guter Preis, wenn man das so runterrechnet. Aber, und da hat der Flughafen etwas rein rechnerisch leider nicht beachtet, mangels Erfahrung beim Fahren oder Bewegen eines Elektroautos im Alltag, nämlich, ich glaube kaum, dass hier jemand mit 1% herkommt. Das heißt, wenn man hier mit der Hälfte des Akkus des e-tron herkommt, also mit 43 Kilowattstunden, verschiebt sich die Rechnung ja schon, dann lädt man ja trotzdem für 23 Euro, aber eben nur 43 Kilowattstunden, weil der Akku noch halb voll war. Und das heißt dann, dass man 55 Cent je Kilowattstunde zahlt. Das ist ungefähr doppelt so viel wie zu Hause oder mehr als doppelt so viel wie zu Hause Ökostrom zu Münchner Strompreisen wohlgemerkt. Aber das Ganze hat trotzdem nochmal einen Vorteil, denn ihr kennt doch die blockierten Ladesäulen durch Hybridfahrer. Hybridfahrer sind meiner Meinung nach Fahrer einer Abzweigung der Elektromobilität, die auch die Möglichkeit haben sollten, an Ladesäulen zu laden. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir wollen ja, dass in Städten ohne Feinstaubbelastung gefahren wird. Das heißt, wenn der Hybridfahrer elektrisch fährt, ist das doch auch gut. Und wo soll er denn laden? Wahrscheinlich fährt er ja einen Hybrid, weil er zu Hause keine Lademöglichkeit hat. Das heißt, es ist gut, wenn er auch Ladesäulen nutzt. Das soll für jeden frei sein, nicht nur für Elektroautofahrer. Am Flughafen allerdings ist es so, dass man ja meistens für mehr als nur einen Tag weg ist. Und wenn dann da ein Hybrid steht, blockiert der denjenigen, der wirklich nur batterieelektrisch fahren kann, die Ladesäule weg. Und das soll natürlich nicht sein. Und genau dafür, sagt der Flughafen München, haben sie das mit den Kosten so arrangiert, dass die Kosten noch mit dieser 23 Euro Pauschale vertretbar sind fürs Laden solcher Autos, aber wahrscheinlich nicht vertretbar aus den Augen eines Hybridfahrers, denn der wird wohl kaum seine kleine 9 oder maximal 13 Kilowattstunden Batterie für 23 Euro aufladen, weil das natürlich absolut rein, also rechnerisch keinen Sinn macht, und er kann ja auch mit dem Verbrenner wegfahren. Das ist die Idee dahinter. Aber wie stellt sich denn jetzt die Kostenrechnung auf? Das gucken wir uns auch mal an, denn praktischerweise hat man hier nicht nur sehr gut an die Beschilderung gedacht, wie man die Ladesäulen findet beim Runterfahren, sondern auch hier kann man sich perfekt informieren, denn hier sieht man, erster Tag 58 Euro, zwei Tage 93 Euro. Wie setzt sich das aber zusammen? Das setzt sich zusammen aus, und jetzt kommt noch ein Schmankerl, 35 Euro fürs Parken pro Tag plus 23 Euro für die Ladepauschale. Da sind wir also bei 58 Euro. Der Durchschnittsparker, sagt der Flughafen München, verbringt hier 1,5 bis 2 Tage. So lange steht er. Das heißt, es wäre unfair, direkt am zweiten Tag eine Standgebühr zu
berechnen. Deswegen machen sie das nicht. Das heißt, den ersten Tag Parkgebühr pauschale, zweiter Tag nur die Parkgebühr und ab dem dritten Tag greift dann eine Blockiergebühr in Höhe von knapp 14 Euro, die dann dafür da sind, um eben Plug-in-Hybrid-Fahrer, aber auch Fahrer Elektroautos davon abzuhalten, dass die hier bei einem einwöchigen Auslandsaufenthalt oder wo immer sie auch sind, die Ladesäule blockieren. Denn so schaffen wir permanent freie Ladestellen im Eintagesrhythmus. Und das ist natürlich eine super geile Idee. Das heißt also, wenn ihr hierher kommt und 4 Tage bleibt, dann wird euch das ordentlich was kosten. Denn 4 Tage kosten dann in diesem Fall schon 191 Euro, während das für den reinen Verbrenner, der hier steht, halt eben ungefähr 140 Euro sind. Also das ist schon ein happiger Unterschied und das soll eben Hybridfahrer davon abhalten, hier sinnlos zu laden, weil so einen kleinen Akku muss man wirklich hier nicht laden, unabhängig davon, dass wir hier jetzt wirklich sehr viel Platz haben, wahrscheinlich Corona-bedingt und weil sehr viele gar nicht davon wissen bis jetzt. Und genau das will ich ja mit diesem Video jetzt letzten Endes ändern. Aber auch hier ist der Gedanke immer noch nicht zu Ende gesponnen, denn... Und hier sehen wir schon das Beispiel des Plug-in-Hybriden. Schaut euch das mal an. Ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist ein Passat GTE. Sieht man ja vorne an der LED-Kennung und am E-Kennzeichen. Komischerweise parkt der hier und nicht hier und lädt nicht. Was ja schon mal beweist, dass der Plan des Flughafens letzten Endes schon jetzt aufgeht, weil keiner Bock hat, einen GTE für 24 Euro zu laden. So, wer jetzt aber sagt, okay, das hier ist kein Plug-in-Hybrid, sondern ein Verbrenner und der parkt da mitten auf dem Parkplatz und blockiert die Ladesäule. Da hat der Flughafen gesagt, das tolerieren wir in Zukunft auch nicht mehr. Die werden rigoros abgeschleppt. Das heißt, wer mit einem Verbrenner das blockiert und ihr fühlt euch daran gestört, weil er die Ladesäule blockiert und ihr könnt nicht laden, dann geht ihr zur Parkleitzentrale und sagt, da blockiert jemand eben die Ladesäule. Die kommen dann und setzen das Auto um, innerhalb natürlich des Flughafengeländes, aber kostenpflichtig. Und somit wird den Verbrennerfahrern, die immer schon so, muss ich sagen, arschartig egoistisch Ladesäulen zugeparkt haben, der Arsch auf Grundeis gehen, denn das wird dann richtig teuer. Und so soll es auch sein. Jetzt bin ich aber gespannt, was sagt ihr zu dem Ganzen letzten Endes? Findet ihr das fair? Findet ihr die Preisgestaltung fair? Findet ihr es fair, Verbrennerfahrer abschleppen zu lassen? Findet ihr es fair, dass Plug-in-Hybride nicht so wirklich erwünscht sind? Was sagt ihr dazu? Und jetzt kommen wir noch zum Abschluss zu einer sehr interessanten Frage, die sich vielleicht stellt, die ihr euch vielleicht stellt. Das ist doch alles schön und gut, aber was eigentlich, wenn ich trotzdem laden will und weiß, dass ich 5 Tage weg bin, aber keine 191 Euro oder nochmal 24 Euro obendrauf ab 5 Tagen zahlen möchte? Ich möchte ja trotzdem laden können. Auch hierfür hat der Flughafen eine Möglichkeit geschaffen. Für diejenigen von euch, die jetzt dann sagen, okay, ich möchte aber eben ein geladenes Auto haben, bin aber eine Woche weg. Wie mache ich das? Das erkläre ich euch jetzt. Da fahrt ihr nämlich einfach zum nächsten Rondell oder kommt direkt rein und fahrt auf Ebene 6 in P20. Komfort- und Sicherheitsparken, Fahrzeugannahme. Und ihr seht hier schon, die Fahrzeuge sind natürlich auch entsprechende Fahrzeuge, die sowas in Anspruch nehmen. Und wenn ihr jetzt sagt, ja okay, klar, habe ich aber Bock 150 Euro für sowas zu zahlen? Nein, hat keiner. Das kostet aber auch keine 150 Euro und euer Auto wird trotzdem geladen sein und blockiert trotzdem keine Ladesäule. Wie? Das erkläre ich euch natürlich auch. Ihr seid also hier angekommen beim Komfort- und Sicherheitsparken und stellt euer Auto so ab, wie ich das jetzt mal fiktiv hier mache. Ich stelle mein Auto also hier ab, so wie auch dieses Auto hier steht, allerdings nicht fiktiv, sondern weil er das Fahrzeug abgegeben hat. Die netten Herrschaften hier übernehmen dann das Fahrzeug und dann passiert Folgendes. Statt der 23 Euro, die ihr ja mit dem Self-Service zahlt auf Ebene 2 unten, wo ihr dann also das Fahrzeug selber ansteckt, selber macht und 4 oder 23 Euro pauschal zahlt, zahlt ihr hier 32 Euro. Da ist der Ladevorgang mit inbegriffen und diese Differenz zwischen den 23 und 32 Euro, also diese 9 Euro, sind dafür da, dass halt dieser Service geleistet wird, dass die Herrschaften hier euer Fahrzeug entgegennehmen und ihr geht einfach nur zum Terminal, checkt ein, ihr müsst das Auto nicht parken, ihr müsst keinen Parkplatz suchen, keine Ladesäule suchen, selbst wenn die Ladesäulen besetzt sind, sei es drum. Denn hier wird sich darum gekümmert, dass bis ihr zurückkehrt, euer Auto vollgeladen ist. Und dann nach 3 Tagen, 4 Tagen, einer Woche, 2 Wochen, wie auch immer, kommt ihr genau hierher zurück
und kriegt euer Auto hier ausgehändigt und es steht dann schon da. Wahrscheinlich steht dieses Fahrzeug auch deswegen schon da, weil bald der Besitzer kommt. Ist übrigens auch ein Hybrid, sieht man am Kennzeichen, weil er ein E hat. Und dann übernehmt ihr euer Auto, es wurde vollgeladen, aber nicht direkt die ganze Zeit geladen an der Ladesäule, sondern eben irgendwann zwischendrin, wenn die Ladesäule frei geworden ist, in der Zeit eurer Abwesenheit. Und das ist ein super cooler Service, wie ich finde. Und der Unterschied zwischen diesen 23 und 32 Euro, der ist gar nicht so groß, wie ich finde, für den Komfort, den man hat, dass man hier nicht rumgurkt, meistens dann immer auf letzten Drücker und sagt, boah, wir müssen einen Parkplatz finden, wir müssen zum Check-in. Kommst du einfach hier hoch, machst das. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich privat werde das nächste Mal tatsächlich in Anspruch nehmen. Ob ihr das mit dem Verbrenner oder Elektro macht, spielt auch keine Rolle, denn beim Verbrenner fällt dann tatsächlich der Unterschied. Also diese 23 Euro zum Laden fallen natürlich weg. Der Audi RS6 da hinten, der alte zum Beispiel, der ist bestimmt nicht hier zum Laden, sondern der zahlt halt dann 9 Euro. Dann wird sich genauso drum gekümmert. Das Fahrzeug wird übernommen, wird geparkt und fertig. Es geht hier also bei diesem Service nicht nur rein um Elektroautos. Und ich finde, 9 Euro wäre mir das allemal wert, weil jetzt 35, die man sowieso zahlt, diese 9 Euro obendrauf, machen jetzt den Braten auch nicht mehr fett einmalig, finde ich. Und so ist das ein ziemlich attraktives Paket, wenn ihr denn gewillt seid natürlich, 35 Euro am Tag zu zahlen fürs Parken am Flughafen. Aber mit dem Auto direkt an den Flughafen fand ich immer schon komfortabel. Das einzige Problem, das ich jetzt an der ganzen Sache sehe mit dieser Laderei, ist, dass Menschen, die hierher kommen an den Flughafen, um einzukaufen oder gar im Winter, um diesen Weihnachtsmarkt hier zu genießen, die können jetzt natürlich oder werden jetzt natürlich nicht mehr anschließen, um zwischendrin zu laden, wenn sie 2 Stunden hier sind, weil 23 Euro zu zahlen für 2 Stunden laden bringt natürlich nicht sehr viel. Aber auch da wird es eine Lösung geben, ein Paket für Wochenendparker zum Beispiel, hat man mir hier vom Flughafen versichert, was es dann möglich macht, einfach auch mal für Kurzzeit zu laden. Und es soll des Weiteren die Möglichkeit geben, bald online zu sehen, ob Ladesäulen frei sind oder ob ihr vielleicht doch gleich diesen Service hier oben in Anspruch nehmt. Also ich finde das wirklich super, super clever gelöst, gut ausgetüftelt, nicht ganz günstig, aber das ist halt eben ein Flughafenservice, das ist nun mal so. Genau, so ist es hier. Also wie gesagt, für euch als Elektroautofahrer, P20 Ebene 02, der Self-Service, und P20 Ebene 6 zum Hochfahren ist dann dieses Komfort- und Sicherheitsparken. Und dann gibt es für 50 Euro noch eine Option, bei der ihr, passt mal auf, direkt dort unten hinfahrt, nämlich ans Terminal, und dort euer Auto abgebt und nicht mal ins Parkhaus reinfahren müsst, gar nichts machen müsst. Ihr fahrt dorthin, stellt euer Auto dort ab, es wird entgegengenommen und wird für diese Gebühr von 50 Euro dann eben hier reingebracht, geladen. Also es ist gestaffelt. 23 Euro das Self-Service, 32 Euro das Komfort- und Sicherheitsparken oder 50 Euro, wenn ihr einfach nur ans Terminal wollt, aussteigen, Koffer raus und Tschüssikowski, und euch überhaupt nicht mehr darum sorgen möchtet, wie ihr einen Parkplatz findet oder eine Ladesäule. Finde ich nicht schlecht. Ich persönlich würde mich wahrscheinlich für den Self-Service entscheiden oder eben dieses Komfort- und Sicherheitsparken. 50 Euro muss dann nicht sein, also so gemütlich muss man nicht sein, aber es ist super, dass es das gibt. Ja. Tschüss, danke. Ja, kommen wir zu einem Fazit dieser ganzen Sache. Ich fahre jetzt fiktiv raus, mein Auto ist geladen, ich war hier ein paar Tage und fahre mit einem geladenen Auto nach Hause. Nicht wie vorher, indem ich das kostenlos getan habe, aber immerhin, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, die ihr so habt, eine Ladesäule zu finden, wesentlich höher. Klar, für Geld, aber die Frage, die man sich stellen muss, ist, was will ich? Will ich jetzt hier Geld sparen, kostenlos am Flughafen laden, oder will ich einfach den Service nutzen, dass mein Elektroauto wieder geladen ist? Dafür finde ich das wirklich ein super gutes Konzept. Einziger Nachteil, was ich ja schon gesagt hatte, man kann halt solche Wochenend- oder Stundentarife momentan nicht in Anspruch nehmen, kann man schon, aber das ist dann halt natürlich wahnsinnig teuer. Und deswegen finde ich es aber trotzdem gut, dass man sich hier die Gedanken gemacht hat, dass man hier was aufgebaut hat, die Corona-Zeit genutzt hat, in der sehr wenig los war, um eben diese Ladesäulen auf der zweiten Ebene von P20 zu bauen. P3 übrigens, wo es auch Lademöglichkeiten gab, ist momentan für Mitarbeiter vorbehalten. Da hat man mich das letzte Mal, wo ich noch so verwirrt war, kulanterweise trotzdem noch laden lassen. Also man kann dem Flughafen München definitiv nicht nachsagen, dass sie in irgendeiner Art und Weise der Elektromobilität im Weg stehen wollen. Also für euch
letzten Endes hoffentlich ein Benefit, jetzt zu wissen, wie das Ganze funktioniert. Ich wusste es nicht, ich musste erst mal recherchieren. Vielleicht wäre hier eine Pressemitteilung nicht verkehrt gewesen, um eben diese Verwirrung nicht zu erzeugen, weil vielleicht nicht jeder gleich nachfragt oder recherchiert. Und dann hätte auch ein Video entstehen können, wo ich sage, hey, was denkt sich denn da der Flughafen München? Das ist komplett kontra Elektromobilität. Dem ist nicht so. Gott sei Dank wissen wir jetzt Bescheid. Gott sei Dank wisst ihr Bescheid. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das mit einem Daumen nach oben honoriert und natürlich auch ein Abo dalasst, wenn ihr das nicht schon getan habt. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Laden am Flughafen München und hoffentlich wird das dann an anderen Flughäfen auch so gemacht. Zwar nicht ganz günstig, aber immerhin ist es definitiv möglich und ich weiß in Zukunft, dass ich auch mit einem halbvollen Akku losfahren kann, da ich eben am Flughafen München laden kann. Vielleicht macht es sogar Sinn, mit einem leeren Akku herzukommen. Schließlich kann man dann eben für 23 Euro vollladen oder für noch die Servicepauschale von 9 Euro vollladen lassen und nutzt hier einfach so ein bisschen so einen VIP-Service. Ist doch eine coole Sache für einmalig 32 Euro. Zuzüglich natürlich der Parkgebühr von 35 Euro. Vielen Dank, dass ihr mal wieder mit dabei wart. Das war Carmaniac bei der ersten Außenreportage, die ich gemacht habe. Ciao!